Die Minecraft Bedrock Edition hat mit dem Erscheinen der 1.6 Version nun das vollständige Aquatic Update. Dies bedeutet, dass nun endlich das Update auf den restlichen Konsolen erscheinen kann. Wann das sein wird und vieles mehr, erfahrt ihr natürlich wie immer in der heutigen Folge Minecraft News. Somit willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe Minecraft News auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute gibt es endlich wieder mal etwas erfreulichere Neuigkeiten, die den Release des Aquatic Updates auf der Konsole angeht. Wie immer, wenn euch die heutige Folge gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und um nichts zu verpassen, natürlich auch über ein Abo, wie auch über das Aktivieren der Glocke, um immer eine Benachrichtigung zu bekommen, sofern das Ganze denn auch mal funktioniert, sobald eine neue Folge online gegangen ist. Ich hoffe, die meisten von euch erinnern sich noch an die News-Folge Nummer 164, wo wir uns einen Livestream-Ausschnitt von 4J Studios angesehen haben, in dem ein Mitarbeiter sagte, dass die 1.6-Version der Bedrock-Edition die Voraussetzung sozusagen für die Konsolen sei, das Update zu bekommen. Vor knapp 5 Tagen war es dann endlich soweit, die 1.6-Version unter anderem mit Phantomen und vielem mehr ist endlich für diese Version erschienen. Für uns bedeutet das, dass der Release des Aquatic-Updates nun unmittelbar bevorsteht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich denke, dass das Update bereits für letzte Woche geplant war. Die 1.6-Version hatte enorme Probleme und wurde somit um einige Tage bzw. Wochen nach hinten verschoben. An dem Tag also, wo das neue Star Wars Skin Paket erschienen sollte, denke ich mal, ursprünglich wirklich das Aquatic Update auf den Konsolen erscheinen, da auch die ein oder anderen Features in den Skin Paket Preview Bildern im PlayStation Store zu sehen waren. Ich denke nicht, dass das nur irgendwie ein blöder Zufall war, genauso wenig denke ich nicht, dass es auch eine Marketingstrategie von Microsoft war, im Sinne von, hier, diese Features haben wir auf der Xbox Version, ihr wollt das haben, dann wechselt die Konsole. Ein wirklich wichtiger Punkt, den wir allerdings noch zu beachten haben, beziehungsweise beachten müssen, ist das Third-Testing. Third-Testing, noch eine kurze Erklärung, ist quasi die Überprüfung der Publisher, also 4J Studios sendet das vollständige Update, was fertig ist, dann zu Sony beispielsweise, die überprüfen das Ganze auf Fehler und sobald keine Probleme auftreten, können sie das dann auch einfach raushauen. Jedenfalls, 4J Studios postete vor Monaten dieses Bild hier und schrieb dazu, wir lassen es euch wissen, wenn es ins Third-Testing geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nächste Woche einen neuen Tweet bekommen werden, wo sie uns dann mitteilen, dass das Aquatic-Update nun ins Third-Testing gesendet wird. Sobald dies nämlich geschehen ist, dauert es nur noch einige Tage, sofern keine Probleme entstanden sind natürlich, bis es endlich erscheint. Gehen wir einfach mal davon aus, dass dies nächste Woche eintritt. Also im Zeitraum vom 3. bis zum 9. September kommt dann irgendwann der Tweet und da haben sie das Ganze dann ins Third-Testing gesendet. Es könnte dann sein, dass in der darauffolgenden Woche, also im Zeitraum vom 10. bis zum 16. September, das Ganze dann erscheinen müsste. Da 4J Studios aber auch immer für Überraschungen gut ist, kann es natürlich auch sein, dass sie uns gar nicht über das Third-Testing berichten und es beispielsweise über morgen am Dienstag einfach komplett releasen. Dies ist aber wie gesagt sehr, sehr unwahrscheinlich und darüber sollte man am besten gar nicht nachdenken. Der 11. September, muss ich sagen, ist für mich ein Release-Datum, was durchaus wirklich realistisch in Frage kommt. Es ist ein Dienstag, sie hatten genug Zeit nach dem 1.6-Release der Bedrock-Edition und haben keinerlei Ausreden mehr für irgendwelche Verspätungen. Auch zu beachten ist die Tatsache, dass in der darauffolgenden Woche, also am 29. September, bereits die Minecon Earth startet, wo wieder brandneue, große Updates angekündigt werden. Also ich denke mal nicht, dass sie in der Minecon Earth Woche dann dieses Update raushauen werden. Sofern es aber irgendwelche Neuigkeiten gibt, neue Tweets oder neue Quellen, was auch immer, die diese Thesen von heute in irgendeiner Weise beeinflussen, werdet ihr natürlich umgehend auf meinem Kanal hier mit einer neuen News-Folge informiert. Es sei noch gesagt, dass dies heute wirklich reine Spekulationen meinerseits und anderen Leuten sind. Jeder und wirklich jeder, das sage ich immer klipp und klar, hat das Recht und sollte sich auch seine eigene Meinung bilden, wann es denn im Endeffekt erscheinen könnte. Genau das solltet ihr jetzt bitte mal unten in die Kommentare schreiben. Haltet ihr das Ganze für realistisch? Oder sagt ihr, nein, niemals, wir kriegen das irgendwie zur Weihnachtszeit oder erst im nächsten Jahr? Das würde mich mal brennend interessieren. Ab damit bitte unten in die Kommentare. Sollte euch die Folge gefallen haben, würde ich mich heute umso mehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag, einen guten Start in die Woche morgen und auf Wiedersehen, euer GamingGuides.de. Ciao, ciao. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably